Zeit, dieses Rätsel zu lösen. Ah, guck mal, das Buch hier wieder. Habe ich das gerade aufgenommen? Hä? Okay, vielleicht ist das so eine Art Easter Egg. Okay. So, lass mal nachdenken. Also. Ja, kann man hier eigentlich noch irgendwo hin? Nicht, dass ich mal wieder irgendwas übersehen habe. Das wäre natürlich ärgerlich. Das wäre ärgerlich. Sieht aber nicht so aus, ne? Okay. Vielleicht müssen wir was anderes bauen, als die Story uns hier gibt, ne? Also eine. Weil die Story ist ja jetzt, er läuft, also die mit allen Zahlen, das ist ja die Story, er läuft durch. Und reißt das Ding raus und dann ist die Biene sauer. Vielleicht können wir ja irgendwas anderes damit basteln. Nee, das ergibt keinen Sinn. Warte mal, wenn wir die hier austauschen. Ich sehe nichts. Genau so. Und dann so. Gut. Jetzt hat er die Pflanze und pflanzt sie. Das ist 2, 3, 4. 2, 3, 4. Schade. Also so viele Kombinationen gibt es ja nicht. Ich meine, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, ich komme hier auch nicht weiter zurück, ne? Oh! Ach, lol! Okay. Er hat sie in der Hand, er pflanzt sie ein und dann kommt die Biene auf ihn zugerannt. Zugerannt, auf jeden Fall. Oh, guck mal, da. Ja, ich gebe es ja zu, ich wusste die Lösung. Ich habe vorher geschaut. Ich habe nur nach der Zahl geschaut und wollte gucken, ob wir es selber rausfinden. Aber dass es tatsächlich da drüben steht, das war, ja, okay. 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 Ja, da kann man nichts rausgehen. Komm, say hello. Will ich das? She was the fourth. Sie war die vierte? Okay, ich habe nicht erwartet, dass die Tür aufgeht. Wollen wir erstmal hier reingucken? Wir gucken erstmal hier rein, ne? Hallo. Der hat doch was geredet. Okay, also ich glaube, sie wollte. Es gibt ja diese Gang von diesen drei, was auch. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich sind. Ach nee. Bendy, Alice und Boris, ja. Ein viertes Member für die Butcher Gang. Ein Ghost Girl, okay.
Carly. Okay. Das war scheinbar nicht die da. Also ich dachte, das hier ist die Butcher Gang. Huh. Das hat man doch schon gesehen. Doch gerade erst umgedreht. Das ist jetzt mein Haus. oh Gott, Alter. Oh nein, das wird mich bestimmt noch verfolgen. Die Frage ist, ob ich das aufmachen musste. Ach komm. Eigentlich brauche ich ein Pulsmesser, ne? Ich gucke auf meine Uhr, wie sich das eigentlich auswirkt. Es geht ein bisschen hoch. Alter. Vor allem ist es verschwunden. Ach so, Ghost Girl. Ja, natürlich. Warum geht das nicht auf? Security Lock. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Oder habe ich... Ich bin so verwirrt. Ah, guck mal, jetzt ist die da auch weg. Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und verpasse irgendwas Offensichtliches, oder? Schreibt jetzt in die Kommentare, wenn so ist. Hä, hab ich... Ah, nee, das ist runtergegangen, ne? Das war vorher noch nicht unten. Dann ist das so. Bro! Was ist das für ein... Ich wollte erst schlimmere Wörter sagen. Boah, Alter. Was für ein Miststück. Jetzt reicht's aber hier. Warte, der macht ja übelst Damage. Alter. Wie oft kommt denn dieses Teil jetzt hier? Ah, wir speichern jetzt erstmal nochmal. Ey, what the fuck? Vor allem, kann ich das irgendwie verhindern, dass ich Damage davon krieg? Oder muss ich das einfach vorher treffen? Okay, ich muss einfach ausweichen. Ey, das ist ja übel nervig. Also anders kann ich das einfach nicht sagen. Okay, hier drin ist das ja richtig nervig. Da kann es ja gar nicht richtig dodgen. Oh, ey. The papers are signed. The animation staff is hired. Archgate Pictures is open for business. As of 9 o'clock this morning, Bendy and all his little cartoon friends now belong to me. I'll admit it's strange owning a dear friend's legacy. But I think Joy would be content knowing it's safely in my hands. You just gotta believe, he used to say. He was such a showman. Well, I believe, Joey. I wholeheartedly believe. Ach, der hat Joey gesagt, nicht Joy. Ich muss immer runterscrollen. Okay. Dieses Viech, Alter. Das ist ab jetzt mein Hassgegner. Der kommt gleich wieder, ich sag's dir. Und ich werde mich wieder erschrecken.
Oder auch nicht. Hallo. Bitte nicht nochmal erscheinen, danke. Dann ist das immer so fucking laut, Alter. Da hinten liegt jemand. Jetzt kommt's gleich, wenn ich hier vorne aus dem Rohr rauskomme. Alter, okay, jetzt hasse ich alles. Oh, ist das ekelhaft. Du weißt, dass jederzeit dieses scheiß Viech erscheinen kann, ey. Oh, das ist echt ein bisschen too much, ey. Was ist mit dir passiert, Brudi? Nicht nochmal. Bitte lass mich jetzt hier in Frieden. Oh, da ist einer. Hallo. Oi, Speedy Gonzales. Was ist denn hier los? Find einen Way Across. Hä? Wo ist jetzt der Witz? Geil, eine Röhre. Okay, ich muss zumindest nicht durch. Das finde ich schon mal gut. Ich habe jetzt... Natürlich. Und jetzt ist was rechts neben mir. Ich bin gerade so misstrauisch hier gegenüber allem. Es ist unglaublich. Hey, Münzen. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass dieser scheiß Geist kommt. Der Maschinenmasse Endor. Ja, ja. Fick deine Maschine. Bis jetzt war es vielleicht family friendly, aber jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Nimm! Ich glaube, das ist so ein Respawn, ne? Immer überall, wo diese Dinger sind, kann man respawnen. Ja, weh, dieses Geistviech kommt nochmal, Alter. Weißt du, wir laufen... Hallo? Du Freund oder Feind? Oh, hello there. Are you looking for the way out? A way out would be nice. Are you stuck in there? Well, yes, and I'm afraid that means, well, you're stuck too. Can't you move? Not an inch. Perhaps you could get me unstuck? I'll see what I can do. Der klingt zumindest bisher mal nett. Oh, wetten, ich saug den aus Versehen auf oder sowas. Oder auch nicht. Geil, rutschen. Wie beim Meckes. So sieht die Rutsche da auch aus, bestimmt. Thank you very much for your help. Gerne. The name's Porter, by the way. And who might you be? Audrey? Nope, don't like it, doesn't suit you. I'll call you Bobby. Huh? Bobby. To say thanks for your feat of rescue, here's a little gift. Something I've learned. There we are. Gosh. It's passed on. What? Now, you can move like me. Kann ich mich teleportieren? Ja, geil. Goodbye, Bobby. Try not to die. That was weird. Ich habe jetzt so ein bisschen erwartet, in dem Moment, wo der von der Bildfläche dahin verschwindet, explodiert er und fliegt nach links oder irgend so ein Käse. Okay. The Dark Pirates will move you. Ja, okay. Schnell und undetected, eine kurze Distanz. Press right mouse button. Cool. Ah, okay, das muss aufladen. The power belongs to him. Nee, jetzt gehört sie erstmal mir, ne? Exit.
Exit. Ah, hier sind wir. Warte, wo war? Irgendwo war doch eine Lücke. Oder war das die hier? Das war die hier, ne? Ja, stimmt. Aber warum bin ich jetzt wieder hier? Gab's hier auch irgendwo so eine Lücke? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich mir an den Rand schleichen? Schon ein bisschen scary. Aber ja gut, das ist das Screening Room hier. Aber Mein! das hat jetzt ordentlich geheilt. Zum Glück, ey. Riders Room. Ich überlege gerade, wo wir hin müssen. Oh, hier war dieser Geistpenner. Nee, hier will ich nicht nochmal hin. Also jetzt wäre eine Karte ganz praktisch. Aber muss ich nochmal zurück? Haben wir Bendy vorher getroffen? Ich weiß echt nicht mehr. Ah, doch, natürlich. Deswegen sind wir doch überhaupt erst hier rein. Stimmt, ich erinnere mich. Wir warten kurz, bis er sich umdreht. Yes, I remember. Hey, du da. Du bist mal. Geil, voll geil. Geil, speichern. Was war das denn? Könnt ihr wahrscheinlich schon rüber, aber jetzt will ich auch gucken, was hier hinten ist. Der geht entspannt aufs Klo oder was? Wo ist er denn hin? Daycrawl. Warte. Wir haben gerade gespeichert. Das klingt schon wieder, als würde es doch hier weitergehen. Full charged gent pipe required. Ein aufgeladenes gent pipe. Okay. Na komm. Hoppla! Boah, Alter. Das waren 5 Hits, oder? Collected Gen Battery. Das Gute ist, wenn ich die nicht aufsauge, dann kann ich looten. Ich glaube, wenn ich das mache, obwohl sie... was ist denn da für ein Abgrund dahinter? Wenn ich die banische, dann kriege ich, glaube ich, keinen Loot von denen. Ah gut, es ist ja auch, aber Loot ist ja auch okay, wäre sonst ein bisschen OP. Ich glaube, das lohnt sich nicht, die aufzumachen. Takchen! Der wird sich gut mit dem Alien unterhalten können, glaube ich. Daycrawl, das klingt irgendwie nach einem neuen Gegner. Und crawlen klingt immer nach einem Gegner, auf den ich keine Lust habe. Speichern. Bacon Soup. Muss mich aber gerade nicht heilen. Aber das merken wir uns mal, dass es das hier gibt.
gleich so auf die Fresse. Ich krieg gleich so auf die Fresse. Ich werde mich gleich so erschrecken, Alter. Und ich werde auf die Fresse kriegen. Ich werde auf die Fresse kriegen, während ich mich erschrecke. Ich krieg erschreckend auf die Fresse. Okay, es reicht. By five what? War das der Essensautomat? Ich weiß es nicht. Gleich wird's unangenehm. Danger, keep out. Okay. Jetzt mach ich hier kurz. Oh, Wally Franks. Nachrichten von Wally sind immer interessant. Nachdem ich mir im Auge gerieben habe. Okay. So, get this bit of strangeness. Dieses, ja. Okay. Thomas Connor, der Typ von Chant. Er redet über den Hinterraum im Locker Room. Scheinbar muss ich meine Pappboxen woanders lagern. Er hat mir den Code gegeben, für den Fall, dass ich da drin aufräumen muss. Ich habe den Code aufgeschrieben und in meinen Schrank getan. Es ist der 8. Schrank neben dem Poster mit der schönen Lady. Warte mal, the 8 locker over from the poster. Was heißt over from the poster? Der 8. Wo ist ein Poster? Da ist gerade irgendwer zur Tür reingekommen. Ach, da drüben ist eine Frau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwei, eins, fünf. Boah, ich kann zählen. Ich habe ein Rätsel in unter einer Minute gelöst. Endlich. Was war die Nummer? 215, ne? Hallo? Hallo? Gent Upgrades. Alles klar. Teile. So, wir werden jetzt hier unsere Waffe upgraden und werden dann von irgendwas angegriffen. Oder da draußen. Keine Ahnung. Warum kann ich denn das nicht benutzen? Scheiße. Ist das auch was zu essen? Nee. Hä? Hä? Und nun? Hä? Ich würde... Hoppla. Unlocked Upgrades. By finding Gent Schematics throughout the studio. Liegt hier noch irgendwo ein Schematic? Also. Weißt du, ich bin noch reingekommen und hab gedacht, das sieht aber interessant aus. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Es ist ein Kackrohr, warum kann ich das upgraden? General Access Mod. Grant full access to all power gen security doors. Locate schematics in your travels to unlock new gen pipe upgrades. Hä? Toll, und jetzt? Was kann ich denn hier machen? Wir probieren das jetzt einfach mal. Ah! Charge! Ah, damit kann man es aufladen.
access to secure places now granted. When your gen pipe is charged, you can spend its power on opening gen locks. Ach, wahrscheinlich kostet jedes Teil eine so eine Ladung. Schätze ich mal. Hoffe ich mal, weil sonst brauchst du ja jedes Mal so ein... Es ist tatsächlich komplett leer. Okay, dann laden wir es direkt nochmal auf, weil ich glaube, wir haben ja genug Batterien, oder? Beziehungsweise wir brauchen sowieso noch mindestens einmal, weil wir wollen ja durch den Durchgang da nachher. Nie im Leben können wir jetzt zurücklaufen. Durch, zu dem Tor, ohne dass was passiert. Woher ich das nur wusste? Unsere alten Freunde. Wie damals, im ersten Teil. Willst du mich verarschen? Warum spawnt denn da jetzt noch einer? Ich muss hier ganz schnell raus. Tschüssikowski. Nee, nee. Leck mich. Mach's. Mann, du Witzer. Lass mich jetzt. Vielleicht dreht er wieder um, ich muss mich heilen. Warum sind es jetzt wieder zwei? Ich will nicht wieder mit gefühlt null Leben ins nächste Gebiet rein. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich finde es geil, wie die immer zur Seite springen, wenn sie sich im Weg stehen. Komm her, Schnuckiputz. Bam! Und voll leckt mich am Arsch. Ich gehe jetzt. The Keeper see everything. Das klingt gefährlich. Zeit zu speichern. Hallo. Ich kann die echt aufnehmen, ne? Das ist bestimmt für ein Achievement oder sowas. Da habe ich bisher nicht drauf geachtet. Hallo. Hallo. Ist jemand hier? Wen? Your journey will end as you are consumed into my dark. You will find meaning in your pain. Rudi, nein. Echt jetzt? Ach Leute, das wäre doch jetzt echt nicht notwendig gewesen. Artist stressed. Oh nein, das sind wieder Gegner, die nur in eine Richtung sehen und dann übelst aggro sind oder so, wenn ich dieses Licht da schon sehe, oder? Oder ist das random? Nee, das ist von da oben. Bedstation. Das klingt doch alles schon wieder richtig ekelhaft. Da springt mich doch gleich wieder irgendwo was raus an, ey. Also, du kriegst hier was zu essen, aber was? Ich probiere das jetzt einfach. Es ist auch nur Essen. Das war dumm. Und dann noch diese ekelhafte
Traumusik dazu, ne? Diese Schlafgehmusik hier. Schlafgehmusik. Good job, Philipp. Ist das hier drüben nur das Gleiche? Sieht so aus. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Respawn-Stationen. Das ist. Was ist das? Ja, also hat dieses Licht doch was zu bedeuten. But why? Von was? Das ist so. Ist so. Ist es nicht einfach nur von diesem drehenden Ding da oben? Ja, dann versuchen wir halt irgendwie außen zu bleiben. Ja gut, ich meine. Willst du mich verarschen? Was ist hier los? Was ist das für eine Party? Alter! Warum? Joey happened to notice last week just how long it takes for us employees to get home every night. When you add in the traffic and the waiting for the elevators, you practically only have a few hours before you have to wake up and come back. So, Joey had them build artist rest for us. Now we never have to leave work again, Joey says. Well, I'll admit, it's become quite the hangout spot down here. Almost like it's a own little district. But there's definitely some unsavory stuff going on too. Smoking, gambling, loud parties, you name it. At all hours of the night sometimes. For a place that's all about getting some shut-eye, there sure is a lot of noise around here. Was macht das? Access. Kann hier verschiedene Gebiete. Okay. Das wird ein bisschen größer. Jetzt muss ich mich erstmal heilen. Das ist echt teuer. Vor allem steht da. Ach so. Hier wird mich niemand sehen. Jo, ich glaube, das Gebiet wird ein wenig schwieriger.